Herr Präsident, meine Damen und Herren, und Herr Dr. Jung und Herr Thielen. Es ist unredlich, die Flutkatastrophe an der A in Verbindung zu bringen mit dem aktuellen Klimawandel und vor allem mit deutschen Aktionen und deutschen Maßnahmen oder Nichtmaßnahmen. Es gab auch im Jahre 1804 und im Jahre 1910 ähnliche Katastrophen genau in derselben Gegend. Das weiß heute niemand mehr. Es liegen ja auch zwei Weltkriege dazwischen und noch vieles andere. Das war aber so. Und damals gab es ja diese Menschengemachtheit, die heute ständig beklagt wird, ganz einfach nicht. Bei Klimawandel, der im Gange ist, kommt es eben darauf an, sich darauf einzustellen. Und da hat es eben daran gemangelt. Ne? Sirenen fehlen, auch die Medien, der Rundfunk hat nicht entsprechend gewarnt. Man muss sich auf solche Dinge, so gut es nur geht, einstellen. Und das ist auch viel billiger, als die Industrie und alles Mögliche zu zerstören und darauf zu hoffen, dass andere in der Welt das ähnlich machen. Zur Stahlindustrie noch kurz ein Wort. Wir hatten vor kurzem den Chef von Saarstahl im Wirtschaftsausschuss. Er hat davon gesprochen, dass der Umbau zu Wasserstoff statt Kohle die Kleinigkeit von 4 Milliarden kosten wird. 400 Millionen hat der Wirtschaftsminister dann schon mal in Aussicht gestellt. Da gibt es eine gewisse Diskrepanz. Und die Stahlindustrie ist nach der Autoindustrie das Nächste, was hierzulande in Gefahr gebracht wird durch verantwortungslose Politik.